Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zu einer neuen Supertest-News-Ausgabe. Ihr seht es schon, hey, eine neue Karte geht in den Supertest. In den letzten zwei, drei Wochen, ich muss gerade mal gucken, hatten wir ja auch schon wieder drei neue Karten im Supertest. Die Karte Norge, die Karte Invasion und die Karte Trading Post. Die zwei Ankündigungsvideos für die drei Karten packe ich euch rechts oben in die Infokarte. Heute geht es dann weiter mit der Karte Abruzzo. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. 1100 Meter mal 1100 Meter ist sie groß. Eine Sommerkarte, wie man sieht. Und hier sehen wir jetzt die Minimap. Und bevor wir uns die Vorschaubilder, die mir Wargaming zur Verfügung gestellt hat, anschauen, möchte ich einfach mal ein paar andere Vergleichsbilder zeigen. Denn ich habe die Minimap aufgemacht und dachte mir so, hä? Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Und die Lauffrau sitzt gerade hinter mir und ich habe gesagt, hier, pass mal auf, guck dir mal bitte diese Minimap an. Also die, die wir hier gerade sehen. Ich meine, sie hat null Ahnung von World of Tanks. Ja, guck dir einfach nur die Karte an. Und dann guck dir mal das an. Oder guck dir mal das an. Oder guck dir mal das an. Also ich meine, Wargaming hat ja nun in den letzten, ich würde sagen, anderthalb Jahren, ich weiß nicht, wie viele Karten in den Supertest gepackt, ich habe es nicht gezählt, ich würde sagen, es sind mittlerweile 15 Karten oder so. Vielleicht sind es auch nur 12 oder nur 10, aber gefühlt auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge. Und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber die einzige Karte, die wir dafür bis jetzt gesehen haben auf dem Live-Server, ist J-Port. Und die ist, naja, sie ist okay. Sagen wir es mal so. Und wir hatten ja dieses Jahr, muss ich ja fast sagen, wir sind ja noch im Jahr 2021, hatten wir ja im Sommer so den wunderbaren Spee-Einsatz, wo man, glaube ich, 9 Karten testen konnte. Und unter anderem waren die drei Karten waren im Spee-Einsatz. Seit Ende August hat man davon nichts mehr gehört. Ja, und jetzt bekommt man halt Abruzzo. Also, ne? Ich möchte dazu nichts dazu sagen. Ihr seht die Minimaps der Spee-Einsatzkarten, die wir im Sommer hatten. Kann sich jeder seinen eigenen Reim drauf bilden. Nichtsdestotrotz, werfen wir mal einen detaillierten Blick. Hier haben wir eine kleine Übersicht, wie das Ganze sich Wargaming so vorstellt. Wir haben die Zone 1 für Medium-Panzer. Wir haben die gelben Zone 2 für den First Spot für Light-Panzer. Wir haben die Zone 3, ein Risikogebiet in der Mitte für bewegliche Panzer, sei es Medium, sei es Lights, wo man eine große Opportunity hat, wie es Wargaming schreibt. Ihr merkt schon, mein Zynismus kann sich heute gerade mal wieder nicht so schwer zusammenreißen. Wir haben die 4 für die Heavy Panzer oder die Heavy Tanks, die schweren Panzer, um mal hier nicht mit so viel Anglizismen durch die Gegend zu werfen. Und wir haben die Position 5, diese grünen, türkisen, ich habe keine Ahnung, was das für eine Farbe ist, ist auch am Ende egal. Das sind die typischen Sniper-Positionen. Was ich ja immer so ein bisschen vermisse, und ich weiß, da mache ich mir jetzt wieder keine Freunde bei euch da draußen, zumindest bei einigen nicht. Es werden immer Positionen für Heavies angegeben, es werden immer Positionen für Lights angegeben, es werden Positionen für Mediums angegeben und es werden Positionen für TDs angegeben. Ich glaube, Wargaming vergisst immer eine Klasse, aber naja, okay, lassen wir das. Wir wissen ja, dass Wargaming die Klasse nicht wünscht, aufgrund einer gewissen Anteil von Spielern im Spiel, die es über Jahre hin geschafft haben. Wir reden über Arty, aber egal. Gucken wir uns die Vorschaubilder an. Insgesamt wirkt die Karte, würde ich jetzt fast sagen, ein Stück weiter schon als die drei Karten, die wir vor ein paar Wochen gesehen haben. Aber am Ende ist es völlig irrelevant, weil wir haben auch aus den Karten oder von den Karten, die wir im Sommer im Spieleinsatz hatten, bis jetzt nichts auf dem Live-Server oder irgendwas gesehen. Aber vielleicht ja im neuen Jahr. Der nächste Test-Server für 1.15.1 oder so steht dann höchstwahrscheinlich im Januar dann doch schon in den Startlöchern. Ja, also, fangen wir mal bei der 3 an. Die 3 und die 4 ist der Medium-Bereich, also der Bereich 3, dort im Westen der Karte, wo die Medium-Panzer spielen sollen. Das erinnert teilweise so ein bisschen an Paris hier, ne? Ja, also so weit entfernt, ne?
Bild 5 und Bild 6 sind die Positionen für die Scouts, für den First Spot. Das erinnert so ein bisschen an Minsk. Ja, also hier diese Mittelstraße, hier diese Brücke, es fehlt halt nur das Wasser. Wobei Minsk hat ja auch kein Wasser mehr, haben sie ja weggenommen, die haben sie überarbeitet. Okay, fairerweise, es gab ein paar Map-Überarbeitungen 2021, ja, okay. So, und Bild 7 und 8 ist dann der mittlere Bereich für die Risikoposition, für die Lights und für die Mediums. Vielleicht auch ein mobiler TD oder so, der hier über die Büsche arbeitet. Durchaus vorstellen, diese kleine Stadt hier in der Mitte. Und Bild 9 und 10 ist dann die Stadt für die Heavy Tanks. Auch das erinnert so ein bisschen an Minsk. Hier dieser Kreisverkehr mit dieser Senke hier in der Mitte, wobei das natürlich eher abrupt runtergeht, könnte man auch wieder sagen, ist vielleicht ein bisschen wie Paris hier dieser Bereich. Ja, also ein bisschen. Ja. Und hier nochmal aus einer anderen Perspektive das Ganze. Also ich meine, italienische Karte sieht soweit schick aus, ja. Es ist halt nur, wie es an den Minimaps der anderen Karten gezeigt habe, es ist halt irgendwie immer das Gleiche. Aber wir wissen ja auch, Wargaming hat halt massive Probleme mit dem Balancing von asymmetrischen Karten. Bergpass. Sie versuchen es halt jetzt über symmetrische Karten, was an für sich ja okay ist, wenn man dann mal irgendwas auf dem Live-Server davon sehen würde, ne? Okay. Und Bild 11 und 12 sind dann die TD-Positionen, Sniper-Positionen, ja. Also ob es nun TD, Meds oder Lights oder was auch immer ist, ist ja am Ende erstmal egal. Mediums können ja auch snipern. Also auf jeden Fall die Sniper-Position von hinten. Tja, viel mehr will ich heute gar nicht erzählen. Ich weiß auch ehrlich gesagt bei neuen Maps auch nicht mehr, was ich euch noch groß sagen soll, außer ich bin gespannt, wann sie kommen. Das nimmt mir keiner mehr ab. Ich bin ehrlich gesagt mittlerweile überhaupt nicht mehr gespannt, wann die kommen, weil es ist halt, irgendwann kommen sie mal und bis dahin müssen wir einfach abwarten. Lasst mir gerne mal zu diesem Thema in den Kommentaren euer Feedback da. Bitte, bitte, auch wenn ich sehr viel Zynismus an den Tag lege, ihr könnt zynisch sein, aber bleibt nett. Bleibt nett. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.